Hi Leute, ich habe mein kleines Oszilloskop wieder repariert. Ich habe in Google einen Forumbeitrag dazu gesehen, wo jemand Hilfe benötigt. Wo jemand genau dasselbe Problem hatte, wie ich auch. Und statt in den Forum, statt dass dem geholfen wird, wird er nur getrollt und verarscht. Aber ihm wird nicht geholfen. Das, was ich sagen kann, was bei dem Oszi kaputt ist, was sicher kaputt ist, wird diese Diode, die V1. Wobei, das ist ein 9018-Transistor und das ist die, die Basis-Kollektor-Diode. Also Basis hier, die liegt hier an minus 12 Volt über 2 Kiloohm, 1 Kiloohm an Masse. Das macht 3 Kiloohm, die 12 Volt werden durch, kann man durch 3 teilen. Das heißt, 8 Volt fallen da an und 4 Volt hier, also auf minus 4 Volt liegt die Diode gesperrt. Die liegt hier auf minus 4 Volt. Und alles, was zu hohe Spannung ist, leitet die Diode ab. Dabei wird die Diode aber auch beschädigt, wenn der Puls zu groß wird. Und die Diode ist auf jeden Fall kaputt. Auch wenn sie sich noch als gut misst, meistens ist sie kaputt. Dann die Eingangsfeeds, die sind bei mir nicht ganz kaputt gegangen, allerdings wurde der obere Feed leicht beschädigt. Ich habe die beiden Feeds jetzt untereinander getauscht mal. Ich warte, bis die neuen Feeds kommen, allerdings mit oberen Feed gegen unteren Feed tauschen, konnte ich mit diesem Body wieder hier 0 Volt einstellen. Damit funktioniert das schon mal ganz gut. Also wie gesagt, den Thread, den Forum-Link, den tue ich unten mal verlinken. Den kann sich jeder durchlesen, der sich mal dafür interessiert, aber euch werden echt die Augen aufgehen, wie extrem das da ist. Also Hilfe braucht man von vorn wohl nicht erwarten. Okay, dann will ich euch mal zeigen, wie das Oszi funktioniert. Ich habe jetzt mal auf dem DDS 1 MHz und 10 MHz eingestellt. Und ich gehe hier von oben, von vierten Pin weg, da wäre das Rechtecksignal. Da könnte man hier die Pulsweite noch einstellen. Ich nehme jetzt mal das Rechtecksignal von dem DDS-Modul. Bin auf 10 MHz und das 10 MHz Oszi sagt mir, es schaut so aus. Und zwar liegen hier 5 Volt Pegel an. Ich habe allerdings einen 1 zu 100 Tastkopf. Jetzt was interessant wird, das ist genau ein Kästchen hoch, was genau 5 Volt entspricht in der 50 Millivolt Einstellung. Sobald ich aber darunter schalte, wird das Signal oh. Okay, und wenn ich noch weiter runter schalte, dann wird es zu Rechteck, obwohl ich nur bei 10 MHz bin. Das heißt, nur bei 50 Millivolt und größer hier kann man noch 10 MHz messen. Okay, soweit so gut. Dann stecke ich den Tastkopf mal um an das Hammig-Oszi. Hammig-Oszi, hier haben wir auch, also gleich eingestellt und es ist genau 1 hoch. Der Pegel stimmt. Jetzt gehe ich mal weiter runter auf 200. Ah, es ist immer noch 1 hoch. Ist immer noch rechteck. Ich gehe noch weiter runter. Es ist immer noch rechteck. Tja, da bleibt es rechteck. Da verändert es sich nicht. Okay, dann werde ich das DDS mal von 10 MHz auf 20 MHz stellen, um mal schauen, ob der Pegel gleich bleibt. Und der Pegel bleibt gleich. Auf 30 MHz bleibt er auch noch gleich. Aber das DDS ist, macht da keinen guten Rechteck mehr bei 30 MHz. Bei 40 da gar nicht mehr. Das heißt, bei 10 MHz. Aber der Pegel hier, der ändert sich nicht. Ist klar, der Pegel ändert sich nicht. Okay. Also das hier, der Wert stimmt. Dann nehmen wir das da mal wieder. Was ich aber jetzt erstmal mache ist, ich gehe hier auf 1 kHz und werde auf 1 kHz den Tastkopf genau abgleichen, dass der genau gerade ist. Warte, ich muss die Einstellschraube hier mit dem Schraubendreher drin. Den Oszi-Tastkopf sollte man beim Oszi immer angleichen, dass er nicht so ist und auch nicht so ist, also weder nach unten noch nach oben, sondern dass die ganz genau gerade sind. Ganz genau gerade. Mal nochmal, so sieht man es vielleicht besser. Nicht so, sondern gerade. Okay, wenn die gerade sind, erst hast du glaube abgeglichen. Die meisten Tastköpfe haben nur eine Abgleichsstaube. Vielleicht die gleicht man auf 1 kHz ab und dann 1 kHz rechteck, dann passt das. 1 kHz geht ja noch ganz gut. Hier,
mit dem, gehen wir wieder auf 10 MHz. 10 MHz, da müssen wir die Drehung hochstellen, aufs Maximale am besten. Da haben wir ein schönes 10 MHz Signal, das hier aber nicht mehr so schön ausschaut und hier auch nicht mehr, obwohl es rechteckig ist. Okay, da geht es ja noch. Wenn wir noch kleiner stellen, geht es auch. Wenn wir noch kleiner stellen, triggert es sogar noch. Dann schaut es ja schon fast gut aus. Ja, schaut schon fast gut aus. Okay, 10 MHz, 0,1 Volt bis 50 mV zeigt es noch gut an. Darunter ist die Signalform nicht mehr wirklich rechteckig. Okay, gehen wir auf 20 MHz. Auf 20 MHz zeigt es da aber auch schon rechteckig an. Also auf 20 MHz, da ist die Bandbreite echt nicht mehr gut. Man könnte noch erkennen, dass es 20 MHz sind. Dann 30 MHz geht auch noch, aber ja, so bis 10 MHz ist es gerade so brauchbar. Gehen wir mal auf 10, auf 12, 13, 14, 15, 16, 16 MHz sind, wa? Ne, da kriegen wir auch kein Rechteck mehr hin. Bei 16 MHz sieht man auch nicht mehr, dass es Rechteck ist. Ich sehe ihn nur noch, ich kann nur noch die Signalstärke beurteilen an dem Ausziehen. Nämlich wie stark es ist, wobei es ist immer noch hier 50 mV, es ist hier immer noch genau ein Kästchen groß. Die Stärke stimmt schon noch bei 16 MHz. Mal wieder auf 10 MHz, da stimmt sie auch. Ja, bei 10 stimmt sie auch, also in 50 mV Einstellung. Wenn ich runtergehe hier, 2,5 Kästchen bei 10 MHz. Bei 20 MHz geht schon runter, bei 30 MHz noch weiter. Bei 10 MHz hier, 10, 50 mV Einstellung, 20, geht es kaum runter. Bei 30 geht es dann runter. Okay, gut, und da kann man das eh nicht mehr. Also zwischen 1 kHz hier, ne, 1 MHz, wir sind jetzt bei 1 MHz, 1 MHz steht es ja echt noch. Sehr gut da, 1 MHz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zeitweise schon auf Maximum. 7 MHz auch noch gut. 8, 9, 9 MHz. Okay, 10 MHz geht noch gut. Und dann 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20 MHz. Jetzt mache ich das gleich hier mal bei dem Amigosti. Okay, also ich finde das nicht mal so schlecht. Das kann man, da sieht man die Frequenz auch. Ich kann da auch weiter auseinander gehen, 20 MHz. Ich sollte aber erst mal auf 1 kHz stellen und den Tastkopf abgleichen. Werde ich mal den Tastkopf abgleichen. Der hat jetzt auch eine Einstellstaube. Mal den auf das Ostsee gerade stellen. Dass die Striche gerade sind, okay. Gut, dann kann ich von 1 kHz wieder auf 20 MHz schalten. 20 MHz. Okay, die Stärke da stimmt auch, da kann ich auch größer gehen. 2, 4, 2,5 Kästchen. 30, auch noch 2,5. Okay, auf jeden Fall 10 MHz sind es 2,5, sogar etwas mehr. 20 sind es auch noch 2,5, bei 30 auch noch. Ja. Also dieses Ostsee, das hat keinen Leistungsabfall da. Das hat echt keinen Leistungsabfall oder keinen Pegel, Pegelabfall, wenn die Leistung, also wenn ich die Frequenz erhöhe. Das ist linearer. Das ist viel linearer als das Kleine. Aber das Kleine ist auch brauchbar, sage ich mal. Und die in dem Forum, die tun es ja so als Schrott ausziehen und zu darstellen, klar, es ist nicht besonders gut. Aber bei 10 MHz, wenn man den Pegel klein stellt oder auf 50 mV geht, ist es brauchbar. Ja, und da hat man sogar bei 10 MHz schon Verfälschung. Mal schauen. 1 MHz. 1 MHz geht da ja noch. Geht in die Einstellung noch. Geht in die Einstellung noch. Also bei 10 geht 1 MHz auch noch. 1 MHz kein Problem. Gucken wir mal bei 10, ab wann das Signal schlechter wird. Also 1 MHz. Und, ups. 2, 3 MHz. 3 MHz, 4, 5, bei 5 MHz,
5 MHz da. Ja, der Rest ist da schon zusammen. Müssen wir runterschalten auf 20 mV. Dann schaut es bei 5 MHz wieder gut aus. Dann auf 6, 7 MHz. Ich drücke immer zweimal 7 MHz. Okay, geht noch. 8, 9. Bei 9 MHz. Ist schon kein Rechteck mehr. Also hier 10 MHz. Ja gut, daher ist es auch nur ein 10 MHz Oszilloskop. Aber brauchbar wäre es. Also man kann die Signalstärke sehen und so. Man kriegt auch 20, 30 MHz noch leicht angezeigt. Also es zeigt zumindest noch was an. Es triggert noch auf 40 MHz. Dann müsste es auch noch triggern oder auch nicht. Ne, auf 40 MHz kommt nichts mehr. 40 MHz Sinus macht es noch. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 MHz. Ich glaube 38 MHz ist Ende. 36 MHz schaut so aus. Was hat noch getriggert? Ja. 36 MHz gerade noch. Aber jetzt stelle ich mal aufs Hammig um. Was die DS macht, da auch kein so gutes Signal mehr. Auf dem Hammig schaut es dann so aus. Gut, die Stärke stimmt ja noch, aber richtig ist es wirklich nicht mehr, was es ausgibt. Ja. Okay, und die Frequenz kann die auch nicht mehr richtig triggern. Von daher, das liegt am DDS. Das DDS kann am Rechteckausgang nicht die Frequenz, die es am Sinusausgang kann. Wenn ich auf Sinus umstelle, schaut es ganz anders aus. Nehme ich es mal ab, stecke ich mal Sinus dran. Tastkopf auf Sinus. Ups, aber das schaut auch nicht mehr so gut aus. Klar, ich bin an der Grenze. Bei 6 MHz, aber ups. Da ist es krass, wie schön man das bei 6 MHz da auseinanderziehen kann noch und so. Ja. Klar, teures Ostsee ist ganz gut, ist ganz schön. Aber ich sag mal, ein billiges Ostsee hier tut es zur Not auch. Ja, billiges stellt die Silas auch schön dar. Klar, und hier habe ich, denke ich mal, die ist schon verfälscht, da ist es schon verfälscht. Aber so, bei kleinen Pegel 20, 50 mV, kann man Sinus auch noch gut anschauen mit so einem Ostsee. Okay, also das war das 666. Video. Ich kann nur auf den Link in der Beschreibung hinweisen. Ich möchte den Leuten wirklich helfen und nicht die Leute verarschen. Und ich möchte auch nicht verarscht werden. Und muss sagen dazu hier, den Mann hätte man nur den Tipp geben sollen, die Diode hier tauschen. Das ist ein Transistor, wo die Basis-Collector-Diode verwendet wird. Da kann er auch ein BC107 nehmen oder ein BC547. Ich habe ein BC547 verwendet. Da die Basis hier unten angeschlossen und den Collector oben. Und die beiden Feeds mal gegeneinander getauscht. Und die zwei Feeds bestellt. Wenn die da sind, baue ich neue ein. Aber die Feeds tauschen, also den unteren nach oben, den oberen nach unten, hat schon mal gebracht, dass ich hier wieder auf 0 einstellen konnte und das soweit schon mal wieder funktioniert. Okay.